Wieder am Start. Kölschi und meine Wenigkeit. Ich versuche mich Guten jetzt immer nicht Morgen. mehr selbst als erstes zu nennen. Guten Morgen, Kölschi. Guten Morgen. Denn ich bin nämlich eigentlich kein Esel, sondern ich bin eher so ein super sexy Daddy. Willkommen zu Portal 2. Und wir haben zwei witzige Spielcharaktere. Die werden gerade hier zusammengeschraubt und zusammengespackst. Darauf erst mein Kaffee. Hier. Von Aperture Laboratory. Es ist ja so geil, weil dieses Spiel eigentlich nie gealtert ist. Weil es so simpel ist, dass es schon wieder geil ist. Wer bin ich und wer bist eigentlich du? Das werden wir gleich feststellen. Ich, glaub, ich hoffe, ich bin der Blaue. Ja. Ah, cool. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Ich muss echt zugeben, ich, klar, Spiel kennen im Sinne von habe ich schon mal gesehen, aber ich habe es noch nie gespielt, da kenne ich die Mechanik nicht so wirklich. Okay. Ah, das klar, ist natürlich, ich weiß mit dem, dass man sich gegenseitig helfen muss, indem man Portale öffnet, das ist mir schon ja, klar. Ja, ja. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Hallo. Heute testen wir mit Hallo, einem ich befürchte, hier geht's gleich runter. Winkt eurem Partner zu. Hallo. Hallo, winken. Winken. Die folgenden Tests verlangen von euch Teamarbeit. Für eine bessere Zusammenarbeit. Ich habe da schon so ein paar Sachen an, weil ich das ja schon mal gespielt habe. Ich habe da schon so ein paar Achievements quasi. Tool dein Lieblingstier aus. Go! Wo muss ich denn jetzt hinpingen? Ich hab doch da schon gepingt. Hallo, ich hab doch schon gepingt! Achso, Lieblingstier. Ah, man sollte auch zuhören. Was haben wir denn da? Huhn, Esel, Wolf. Ich nehm das Pferd. Nein, jetzt habe ich mich vertan. Nein, ich habe den Wolf genommen. Ich wollte das Pferd nehmen. Ach, nö. Ah, ich bin der heulende Wolf. Naja, da bin ich ja voll. Da bin ich ja voll der Augmentin-Typ. Nee. Nur mal Gold. Titan? Gold? Du bist Gold oder was? Ja, ich muss ja auswählen tatsächlich. Ja, dann wählen wir aus. Ah, nur mal Gold. Oh, Titan? Egal. Ja. Ah, nur mal Titan. Wirklich? Okay. Blue, beachte die interessante Wahl deines Partners. Diese Stimme ist nicht immer freundlich gesinnt. Ich merk's. Ich wollte es nochmal gesagt haben. Mit dem Ping-Tool könnt ihr eurem Partner auch anzeigen, wo das Portal platziert werden soll. Ja. Für diesen Test gebe ich vor, der Partner zu sein. Zeigt mir mit Hilfe eures Ping-Tools, wo ich eure beiden Portale platzieren soll. Pingt jeweils die Stelle an. Piu, zack. Blue erhält zuerst ein Portalgerät. Ja, ich war einfach mal wieder schneller. Also du sollst ihm jetzt mit F-Ping sagen, wo er das Portal setzen soll. Ein kleiner Tipp. Portale du musst auf die Plattform. Nur auf weißen, Plattform also, ja. weiße Plattformen, schau mal, oben die Schräge. Pinkt oben die Schräge ist weiß. Genau. Und jetzt machst du noch ein zweites Portal irgendwo bei dir hin. Rechts, links, oben, unten. Genau. Tschu, du hast es geschafft. Ein Portalgerät. Endlich. Okay. Endlich. Ja, wirklich endlich. Jedes Portalgerät kann zwei eigenständige Portale. Links und rechts klickst, by the way. Als Test ein Portal zu diesem Vorsprung. Ah, ja. Sehr gut. Sehr gut, Kölschi. Kalibrierung Gewicht Blue. So, ich kann dir jetzt. Ja, da gibt's so Buttons, ne? So, Aha. Ich habe hier einen roten Button. Ich kann da draufsteigen, da gibt bei dir was auf. Du kannst da draufsteigen, da gibt bei mir was auf. Cool, oder? Ja, ist gut. Mega cool. So. Das Ping-Tool ist von großem Wert, um eurem Partner bestimmte Stellen zu zeigen. So, wo soll ich denn pingen? Ja, das ist die Frage. Ja, ja. Ach. Du kannst hier. So, genau. Und so. Genau. Hallo. 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 So. Ach ja, hier. Auch geil.
Du kannst hier quasi, warum kann ich den Button nicht drücken? Wie hast du den Button gedrückt? Indem ich auf den Button gedrückt habe. Ja. Ah, E, okay. So, wie war das nochmal mit dem Nehmen? Ah, E, auch E, okay. Gerichtete Würfel kalibriert. Keine da war er jetzt besser, der Kölsch hier als ich. Ah, das muss man ihm lassen. Keine Gewichtsabweichungen. Sie ärgern sich, wenn man sagt, ihre Gewichtsabweichung liege über oder unter. Warte, du musst da hingehen? Du musst da hingehen auf die Plattform? Na? Und fangen. Ja, und jetzt pass auf, jetzt mache ich Ping, Timer, 3, 2. Ah! Oh, kann jemand Orange neu montieren? Da bin ich so tief gegangen. Hm. Ich mache hier nochmal. Ach, die Platte ist abgegangen. Deswegen. Ja, du musst ihn fangen, du musst ihn fangen. Ja, ja. Go! Aber hier ist noch Platte abgegangen. Sehr cool, sehr cool. Ich komme da nicht durch. Ja, du kannst ihn mir geben. Hallo. Hier. Ja, okay, das, dann musst du neu okay, werfen. Okay, okay, okay. 3, 2. Und ich gebe ihn dir hier zurück. Ah, ja. Ja, hallo, hallo. Und du setzt ihn drauf. Ja, ja, Teamwork at its finest. At its finest, du. So, was passiert, wenn du da drauf drückst? Dann geht hier der Knopf auf. Du brauchst was zum Drauflegen. Aha, okay, wait. Bitteschön. Nee, dann ist es weg. Ah, okay. Das ist eher dann was für dich vielleicht? Ja, ich überlege gerade. Achso, nee, warte. Ich hab's. Bleiben wir drauf stehen? Ja. Jetzt mach mal. Ja, jetzt kannst du durchgehen. Ja, das ist alles gut. Ich hab's aus Versehen gelöscht, nicht du. Achso. Ja. Hallihoppi, hallo. Hallo, darunter wahrscheinlich. Endlich. Ja, genau, endlich. Nie mehr testen zu können. Juhu, schau mal. Ihr habt als erste Roboter die Kalibrierung geschafft. Schluss jetzt. Mensch, High Five. War dieses Benehmen nicht nötig. Also immer wenn du durch so eine Wand gehst, gehen entweder die Würfel kaputt oder deine Portale gehen kaputt. Ja? Okay. Tschüss. Bye bye. Aufzug wäre zu einfach, man wird einfach immer komplett zerlegt und dann wieder zusammengebaut. Ja, natürlich, das kennt man ja. Fühle ich. Das habe ich auch, wenn ich auf der Arbeit im Fahrstuhl bin, werde ich immer erst zerlegt. Ja. Und dann in der dritten Etage wird das zusammengebaut. Sind jetzt alle Teststrecken verfügbar. Sie können die Tests nun zu Ihrem Vergnügen absolvieren. Also ich habe in diesem Game schon 22.925 Schritte gemacht. Okay, hast du die mitgezogen? Nee, so. Hier oben steht's. Okay, du beschäftigst dich mit den wichtigen Sachen, ich merke das schon. Ich weiß, was sie nochmal gesagt haben. 1220 platzierte Portale habe ich schon hinter mir. Überleg dir das mal. 21. Ja, okay, auf geht's! Teamaufbau. Ja. Teamaufbau. Wir müssen uns erstmal aufbauen. Teamaufbau. Wählen Sie den Abschnitt und begeben Sie sich in die Demontagekammern. Wir nehmen den Abschnitt Nummer 1. Wir fangen ganz am Anfang an. Ja? Yep. Okay, auf geht's. Wir wollen ja das volle Erlebnis. Oh, schau, jetzt habe ich nämlich da unten so ein kleines Fenster und sehe dein Bild. Ist cool, ne? Und wieder mal spaxen. Das ist toll. Meine Kaffeetanne Kanne hat geläppert. Für Menschen erstellt. Hier geht es um Teamarbeit. Im Gegensatz zu uns müssen Menschen Teamarbeit erst lernen. Okay, geh mal da drauf. Ich nehme ein Portal mit. Kannst du den anderen Button mal drücken, der da drin ist? Blue erhält 5 Kollaborationspunkte. Ich bin voll der Kollaborations...
Duli. Da sagst du nichts mehr, oder? Wissenschaftliche Spitzen, nee. Krass, oder? Ich bin fasziniert. Aber vergesst nicht, ja, wie bei Einstein und seinem Cousin Terry geht nur einer in die Geschichte ein. Schmeckt das schon. Du erhältst die Punkte, obwohl ich den Button gedrückt halte. Ja. Nee, ich bin der Streamer. Jawohl, mein Herr. Jetzt. Gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten. Ich dachte, das sei interessant. War die einzige richtige Antwort. Ich mach mal ein Portal und du hältst mal den. Hab ich jetzt Kollaborationspunkte erhalten? Ja, natürlich. Ah, nice. Komm, warte, mach auf! Mach auf jetzt! Ich mach ganz nett auf. Mach auf. So, pass auf. Einmal. Jetzt kannst du durchs Portal kommen. Wenn du willst. So, ja. Wenn du willst, kannst du hier durchschlüppen. Schlüpp ihn. Schlüpper? Ja. Aha. Also wir haben da oben Symbole. Dreieck, Kreuz, Punkt, Mond. In der Reihenfolge. Dreieck ist da. Müssen alles gleichzeitig, glaube ich, machen. Also für Dreieck brauchen wir, glaube ich, einen Kubus oder sowas in der Richtung. Mal schauen, ob es da oben was gibt. Ich schaue mal ganz kurz da oben, was der Button auslöst. I will try. Pip. Was kommt jetzt? Nur ein Timer. Ah ja, okay. I see. Schau mal her, hier ist Punkt, unten. Hier ist Kreuz, genau, hier ist Dreieck. Ich bleib unten, du gehst hoch. Ich habe dir ein Portal für die gegenüberliegende Seite erstellt. Okay. Du mach mir mal da ein Portal hin, hinter mich. Hatte ich da und da. Genau. Dann, wenn du ready bist, drücke ich den ersten Button und dann drückst du die zwei unten und ich den oben, okay? Ja, genau. Warte, ich mach so. Go. Hab's. Ja, bing. Schau, Mensch, Kinder, sind wir schlau. Ihr wachst wahrhaft als Team zusammen. Dank des einen von euch, der scheinbar die ganze Arbeit übernimmt. Du bist in der falschen Kammer. Raus aus meiner Kammer. Nein. Raus da. Ja, es ist wirklich so. Ich übernehme die ganze Arbeit. Sie hat da schon nicht ganz unrecht. Au. Oh mein Gott. Ich habe gerade meine Socke zerrissen. Oh mein Gott. Ja, macht man so. Kommunikation, Teamarbeit und gegenseitiger Respekt nicht stets gewährleistet sind diese Tests. Die Teile hier, die brechen das Licht. Guckst du? So, ne? Bei diesen Laserstrahlen ist es so, die machen Aua. Also die können Schaden geben. Na? Okay, wir müssen da und da durch. Ich habe da eine Idee. Machst du mal hier ein Portal hin? Ja. Und hier eins. Fertig. Das war fertig. Ja, ich muss ihn noch hinstellen, damit es auch offen bleibt. Weil du Egoist bist einfach durchgerannt. Natürlich. Sogar denken für zwei? Ja, mach ich. Absolut. So ist es. Okay. Ah! Du bist ja wahnsinnig! Du lässt die Roboter frei! Wir haben die schießen auf uns. Was passiert denn bei dem Button? Ah ja, okay. Du kannst die Roboter töten. Aha, und wie? Ich gehe da drauf, du schießt mit dem Laserstrahl darüber. Einer tot. Was soll das? Zwei. Monster. Drei. Alle tot. Uns. Geil, ne? Ein Scherz. Ja. So, jetzt müssen wir den Laserstrahl hierher bringen, in das Prisma. Sie sind für euch nicht wichtiger als ihr für mich. Au! Ja, weg da.
glaube, es hackt bei dir. So, der Laserstrahl muss aber da rauf. Drück mal den Knopf. Kommt da ein zweiter Cube? Nein, der wird zerstört. Okay, gut. Also ich habe eine Idee, wie wir den hinbekommen. Und zwar müssen wir hier oben rauskommen, rauslasern. Vielleicht kannst du ihn so drehen, dass er hier reinstrahlt. Ich versuch's mal. Ja. Ja, aber erst da rein, oder? Hoch oder runter geht nicht. Wahrscheinlich eher up. Hoch oder runter geht. Mal abgesetzt. Was ist, wenn man hier? Ja. Und da? Moment. Da. Au! Au! Ah! Oh! Team Attack! Ich rieche Team Attack. Ja, und jetzt? Weiß ich noch nicht. Achso, doch, ich weiß es. Dadurch, ja. Ich habe uns eine Treppe gebaut. Das. Ich. Ja, du ganz alleine, ich habe nur zugeschaut. Aber individuelle Ergebnisse würde den Test beeinträchtigen. Ich kann aber mitteilen, dass es für einen von euch sehr, sehr gut aussieht. Ja. Danke. Bitte ja. Weiter zur nächsten Testkammer. Ja, ich bin... Ich weiß auch, für wen es gut aussieht. Ich bin Igor. Ja, moin, Meister. Ich bin ja auch ein bisschen kräftiger, ne? Ja. Ich sehe schon ein bisschen hoch. Ja. Ich sehe da schon ein bisschen hoch. Dings. Schau mal, ich habe einen blauen Hut auf. Hast du einen blauen Hut auf? Hast du gerade Schnick, Schnack, Schnuck gewonnen? Keine Ahnung. Denk schon. Wo waren denn die Gesten nochmal? In der einer von euch die Denkaufgaben bewältigt und der andere bereit ist, ins Getümmel zu watscheln, sollte der Test in ein... Wo waren nochmal die Gesten? Okay. G wie Geste. G wie Geste? Kuh wie Geste. Kuh wie Geste. Ja, also geht doch. Ich sehe schon sexy aus. Ich weiß gar nicht mehr, wo man das Aussehen ändern kann. Das weiß ich echt nicht mehr. Ja, irgendwann haben wir es anscheinend mal geändert. So. Okay, Button Nummer 1 fährt da drüben die Klötze rum. Button Nummer 2 fährt sie runter. Also rauf, runter. Ich würde sagen, einer von uns holt den Dingel da drüben und der andere fährt hier rauf und runter. Ich geh mal rüber. Ah, du gehst rüber? Nee, mach du mal. Ja, ich geh mal rüber, ja. Hallo? Das war natürlich fast richtig, Trauni. Hier. So. Ruck. Können Sie mir den Weg weisen? Geradeaus? Nee. Dahinter genau. Stehen bleiben oder davor? Da. Nee, bleib mal da. Bleib mal da. Dann okay. Mach ich das wieder hoch. Du kannst runter. Nice. Warte. Nice, Trauni, du Tier. Du kannst wieder runter. Und dann gehen wir wieder. Nein. Ganz hoch? Ja, fahr hoch. Nee, du musst. Achso, okay. So, und jetzt wieder runter. Gehen sie durch. Da. Ja, aber da komme ich nicht hoch. Nee, deswegen stopp. Ja, ich brauche ein Portal. Ich brauche ein Portal. Ja, aber ich kann hier nicht durchportieren. Ja, aber ich. Warte. Fahr mal. Warte. Fahr mal rund. Fahr mal. Es reicht doch ein Portal, wenn du ein irgendeins setzt eigentlich. Du hast da oben noch ein blaues. Ah, ja, okay. Was habe ich da oben? Ein blaues. Hell oder dunkel? Dunkel. Okay, let's go. So, das kann ich jetzt für dich machen, glaube ich, oder? Naja, du musst ja nur... Ich hab schon. Ja, so, ja, okay. Ja, mach mal. Vielleicht kriegst du auch mal Kollaborationspunkte. Oh, vielleicht. Nee, krieg ich wahrscheinlich nicht. Was? So, willst du oder ich? Ich weiß die Lösung schon. Dann mach die Lösung. I need a portal there and a portal above my head. Über meinen Kopf. Ja, GZ. GZ, easy. Ich habe schon eine Idee. Für was hat Destiny eine Idee? Ich habe Angst. Tatsächlich fließt jedoch jeder einzelne Aspekt. Jetzt habe ich wirklich Angst. Orange
Und du hast zum Beispiel eben 2 Chancen Hinweispunkte eingebüßt. Ja, das war wieder klar. Du hast wieder keine Pings gegeben, deswegen weniger Punkte. Kann man dir halt auch nicht helfen. Okay, okay. Man muss ja auch sagen, dieses Spiel ist weit vor Discord, ne? Ich wiederhole, dies ist kein Wettbewerb. Ach so. Aber wenn es das wäre, dann würde Blue gewinnen. Ja, natürlich. Aber keiner. Aber es ist kein Wettbewerb, ne? Aber wenn seiner wäre. Ja, ich merke das schon, dass ich eigentlich völlig überflüssig bin. Wenn ich jetzt da rein laser, dann fährt da drüben die Plattform nach unten. Und die andere Plattform fährt nach oben. Ich würde mal behaupten, mit dem richtigen Timing. Oh ja, ich sehe, was das ist. Also, pass auf. Du gehst da rein und... Ich soll sterben, ja, ja. Und bei richtigem Timing musst du springen, ne? Ich springe. Das ist viel zu kurz. Er ist so gut. Na, okay, ich mach's ihm einfacher. Okay, wir probieren es nochmal. Diesmal gebe ich dir den Tipp, lauf einfach ins Portal. Oh Gott. Aber nicht sofort. Du musst warten, bis die andere Plattform da ist. Jetzt. Ich brauche mehr Plattform. Sind die Zacken nach oben gegangen gerade? Nein. Dann muss ich die rechte Seite nehmen. Ah. Spring! Ja. Ich brauche mehr Plattform. Tot. Es ist so anstrengend mit dem Kerl. Nice, GZ. Achtung. Ja. Jumpy, sag mir, wenn du ganz oben bist. Ich bin... Ach, schön, dass man weiß, dass man so viel Zeit hat. Da bist du jetzt ready. Ich bin ready, ich bin ganz oben. Da brauche ich ja nicht mehr springen, da kann ich ja schon fast drüber laufen. Ja. Was? Nix. Ich bin ja mal weg, ne? Du hast vergessen, Portal zu setzen für mich. Ich weiß. Das finde ich jetzt eigentlich gar nicht so nett. Oh. Muss man überlegen. Also hier im Ausgang geht's. Hier. Ja, stimmt. Ja. Da könnte man. Da haben wir's. Ja, genau, da. Also da. Also da. Da. Man setzt sich also da. Und dann eins. Ich glaube da. Wo mein blauer Sitz ist. Meinst du da? Ja, da. Alles muss man ja selber machen. Mir lässt keiner die Zacken hochnehmen, muss ich das selber machen. Ja, ja. Ich hätte wohl genauer ausführen müssen, dass Teamarbeit ein Konzept ist, bei dem mindestens 2 mit dem Ziel zusammenarbeiten, nicht völlig zu versagen. Weißt du, ja, gut. Wenn du irgendwann mal so ein Team-Meeting hast, so eine Team-Building-Maßnahme, ne? Und da ist so ein Team-Building-Maßnahmen-Trainer. Und der sagt so, wisst ihr eigentlich, was Team ist? Dann bringst du genau den Satz. Sagst, Team ist übrigens, wenn mindestens 2 versuchen, nicht total zu versagen. Das finde ich echt gut. Das ist die beste Definition. Ja, du, ganz im Ernst, in meinem Team. Scheiße. Ich glaube, wir sind hier irgendwie, wir haben jetzt hier ein Problem. Das soll man genügen, glaube ich. Aber ich kann hier ein Portal setzen. Ah, wir sind jetzt... Jetzt ist irgendwas passiert, das Spiel ist kaputt. Wie konnte das passieren? Schauen wir mal da unten in den Raum rein, vielleicht finden wir da was. Oh, ich glaube, wir sind quasi jetzt im Backstage-Bereich, Kölschi. Gefangen im Backstage-Bereich. Kommst du? In der Backstage-Pässe. Was haben wir denn hier? Insert Disc. Siehst du irgendwo eine CD?
Warum sagst du das so gekünstelt? Ja, weil ich es halt schon ein bisschen kenne. Achso, warte mal. Ich glaube, man muss noch einen zu... Ah, schau mal hier. Okay, pass auf. Go. Nice. Nice. Au! Warum hast du dich zerstört, Kölsch hier? Naja. Verstehe ich halt auch nicht. Aus Gründen. Ja. Die ich jetzt nicht näher erläutern möchte. Aus Gründen. So, jetzt kommst du hier nicht mehr rein, ne? Also du kommst schon rein, wenn du es selber machst. Hallo! Soll ich die CD mal einlegen? Mach mal, so viel unerwarteterweise. Ja, jetzt ist auch schon so 5 Minuten vorher passiert. Dieses absolut sinn- und herrenlosen Tests. Oh, eins noch. Wenn ihr die Teststrecken verlasst, kann ich euch nur durch gewaltsame Demontage zurückholen, wonach ich euch wieder sorgfältig zusammensetze. Ist nett, oder? Möglicherweise spürt ihr keinen Schmerz. Sehr aufdringlich. Ja. Zumindest könnt ihr nicht mitteilen, dass ihr Schmerz verspürt. Ich halte das übrigens für einen Mangel. Okay. Ich liebe diese Texte von ihr, das ist so geil. Im Englischen, glaube ich, sind sie sogar noch ein bisschen besser. Nehmen wir einfach mal so hin. Nehmen wir mal so hin. Okay. Hier stehen nun alle Tests zur Auswahl. Zu ihrer Unterstützung wurden alle Sicherheitsvorkehrungen in den Testkammern deaktiviert. Aber du kannst zoomen, schau mal. Naja. Also eins haben wir erledigt, glaube ich. Ich glaube, wir haben ein Eins tatsächlich, ja. Man sieht richtig. Ja, ich habe ja quasi überall schon blaue Balken, ne? Aber man sieht auch jetzt, Orange hat eins erledigt. Das heißt, zwei wäre nun der nächste Abschnitt. Kommen Sie mit mir mit, Herr Junge, ja? Ja, ich konnte gerade irgendwie nicht laufen. Also ich würde sagen, also eins abgeschlossen. Ja, zur vollen Zufriedenheit, oder? Wollen wir mit zwei beginnen? Das hatten wir schon. Mit 1, ja, 2-1, genau. Okay.